Ich lese einen Text von Pier Paolo Pasolini von 1974 aus den Freibeuterschriften. Das ist ein Nachtrag zur Skizze über die anthropologische Revolution in Italien. Der Drang zu konsumieren ist der Drang, einem unausgesprochenen Befehl zu gehorchen. Jeder in Italien steht unter dem entwürdigenden Zwang, so zu sein wie die anderen. Im Konsumieren, im Glücklichsein, im Freisein. Denn das ist der Befehl, den er unbewusst empfangen hat und dem er gehorchen muss, will er sich nicht als Außenseiter fühlen. Nie zuvor war das Anderssein ein so schweres Vergehen wie in unserer Zeit der Toleranz. Denn die Gleichheit ist hier nicht erkämpft worden. Sie ist eine falsche, eine geschenkte Gleichheit. Eines der Hauptmerkmale dieser Gleichförmigkeit in den Lebensäußerungen ist, neben der Verknöcherung des Sprachverhaltens, die Traurigkeit. Was sich fröhlich gibt, ist stets übertrieben, zur Schau getragen, aggressiv, verletzend. Die physische Traurigkeit, die ich meine, ist etwas tiefgreifend Neurotisches. Sie ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Frustration. Heute, wo das vom Einzelnen erstrebte gesellschaftliche Verhaltensmodell nicht mehr von der eigenen Klasse vorgegeben, sondern von einem neuen Machtzentrum verordnet wird, freiwillig, sind viele nicht mehr in der Lage, es für sich selbst zu realisieren. Und das ist eine furchtbare Demütigung. Ich will das an einem winzigen Beispiel erläutern. Früher war der Bäckerjunge, der Brotbote, eine Figur, die immer und ewig fröhlich war, eine Fröhlichkeit, die ihm förmlich aus den Augen sprühte. Er machte pfeifend seine Runde durch die Straßen und ließ seine Sprüche los. Seine Lebensfreude war unwiderstehlich. Er war sehr viel ärmlicher gekleidet als heute, die Hosen voller Flicken, das Hemd oft nur noch ein Fetzen. Doch all das gehörte zu einem kulturellen Modell, das in seinem Milieu einen Wert, einen Sinn hatte. Und er war stolz darauf. Der Welt des Reichtums hatte er seine Welt mit ebenso gültigen Werten entgegenzusetzen. Er kam in die Häuser der Reichen mit einem von Natur aus anarchistischen Lachen, dessen Spott nichts ausließ. Dennoch war er wahrscheinlich voller Respekt. Eben der Respekt dessen, der aus einer ganz anderen Welt kommt. Und vor allem entscheidend ist, dass dieser Mensch, dieser Junge, fröhlich war. Thank you.
Da vor mir ist es hell. Da drüben auch. Und da oben, weniger, zieht sich von einer Seite zur anderen, bis ich es nicht mehr sehen kann.
direkt vor mir. Lauter kleine Lichtpunkte. Und dunkel. Auch dahinter. Und der Boden unter den Füßen. Er klebt. Ist auch dunkel. Und kalt. Über meine Schulter dringt ein Licht. Ich lese aus den Freibeuterschriften von Pierpaolo Pasolini von 1974 und 1975 ein paar Ausschnitte. Es ist klar, dass überflüssige Güter das Leben überflüssig machen. Vom Standpunkt des sprachlichen Ausdrucks reduziert sich die gesamte Sprache auf eine Sprache von Mitteilungen. Es findet eine ungeheure Verarmung des Ausdrucks statt. Und die erfinderische Kraft ist verloren gegangen. Das, was wirklich zählt, ist das etwa nicht das Glück? Wofür macht man denn Revolution, wenn nicht, um glücklich zu sein? Das bäuerliche und subproletarische Leben vermochte noch eine Art realen Glücks in den Leuten auszudrücken. So wie der Brotjunge. Heute ist dieses Glück der Entwicklung zum Opfer gefallen. Was bedeutet, dass diese sogenannte Entwicklung nicht im Mindesten revolutionär ist, selbst da nicht, wo sie reformistisch vorgeht. Sie schafft nichts als Beklemmung. Es gibt Erwachsene in meinem Alter, die abwegig genug sind zu glauben, dass der fast schon tragische Ernst, mit dem sie heute der langhaarige, schnauzbärtige Bäckerjunge seinen Plastiksack durch die Straßen trägt, besser sei als die dumme Fröhlichkeit von damals. Ernst zu sein, anstatt zu lachen,
halten sie für eine männlichere Art der Lebensbewältigung. In Wahrheit sind sie nichts als Vampire, die befriedigt feststellen, dass auch ihre unschuldigen Opfer zu Vampiren geworden sind. Der Ernst, das würdevolle Benehmen sind widerwärtige Normen, die sich die Kleinbürger auferlegen. Und deshalb sind sie froh, wenn sie sehen, wie auch die Jugendlichen aus dem Volk sich ernst und würdevoll benehmen. Sie kommen nicht einmal auf den Gedanken, dass darin die eigentliche Entwürdigung besteht. Diese Jugendlichen sind traurig, weil sie, nachdem ihre Werte und ihre kulturellen Modelle zerstört wurden, sich ihrer gesellschaftlichen Unterlegenheit bewusst geworden sind. Thank you.
But as time wore on, it became also quite interesting in that the idea of us all standing there socially or physically distanced, you know, a couple of meters apart or 3 meters apart from each other, the thing that began to really interest me about it was being an observer, despite not moving, but with the, you know, with a wide peripheral vision of what was actually going on around me. And that was actually what intrigued me most, was standing like a tree and realizing that there was a whole other world apart from the nature going on around me. Thank you.
Ich lese aus einem Brief an Italo Calvino von Pier Paolo Pasolini aus den Freibeuterschriften. Das wurde 1975 geschrieben. Du wirst sagen, die Menschen sind immer Konformisten gewesen, alle gleich, einer wie der andere. Und es gab immer Eliten. Ich antworte dir darauf, ja. Die Menschen waren immer Konformisten und einander gleich, aber jeweils im Rahmen ihrer sozialen Klassen. Und innerhalb dieser Klassen unterscheiden sie sich aufgrund besonderer und konkreter kultureller oder auch regionaler Bedingungen. Heute hingegen, und hier fällt das Wort von der anthropologischen Mutation, sind die Menschen alle Konformisten und gleichen sich, die einen wie die anderen, unabhängig von Klassenunterschieden. Ein Student dem Arbeiter, ein Norditalienischer einem süditalienischen Arbeiter.
Sie gleichen sich zumindest potenziell im angsterfüllten Drang zur selbstgewählten Uniformität. Lieber Calvino, auf etwas möchte ich dich unbedingt aufmerksam machen. Nicht als Moralist, sondern als Analytiker. Es handelt sich um folgenden Satz, Zitat. Die jungen Faschisten von heute kenne ich nicht und ich hoffe auch, dass ich keine Gelegenheit haben werde, sie jemals kennenzulernen. Zitat Ende. Also, erstens, wirst du nie diese Gelegenheit haben, denn selbst wenn du in einem Zugabteil, in einer Schlange, in einem Geschäft, auf der Straße oder in einem Salon junge Faschisten treffen solltest, dann würdest du sie gar nicht als solche erkennen. Zweitens ist der Wunsch, nie junge Faschisten kennenlernen zu wollen, eine Lästerung. Denn wir sollten im Gegenteil alles tun, um sie zu finden und mit ihnen zu sprechen. Was einen jungen Menschen zu dieser Entscheidung treibt, ist eine Mischung von grenzenloser Verzweiflung und Neurose. Und vielleicht hätte eine kleine, andersartige Erfahrung in seinem Leben, eine einzige simple Begegnung genügt, um sein Schicksal anders verlaufen zu lassen. Thank you.